Es herrscht reges Treiben auf dem Hof. Der Herr ruft zur winterlichen Hasenjagd. Volkbracht hat als Jagdhelfer alle Hände voll zu tun, um den Anforderungen seines Herrn und dessen Jagdgast gerecht zu werden. Heute wollen die Herren mit einem Habicht auf die Weizjagd gehen. Alles ist soweit, die Pferde sind gesattelt und abmarschbereit. Allzu viel ist es nicht, was die Herren benötigen, doch wollen sie möglichst komfortabel und ungestört ihrer Beschäftigung nachgehen. Es ist ein Gast des Herrn Adalwin zu Besuch, da möchte Volkbracht sich und seinen Herrn nicht bloßstellen. Besonders bei Jagden sind die Gemüter oft sehr angespannt. Im Schritt macht sich die recht kleine Jagdgesellschaft auf ins verschneite Feld. Volkbracht führt die Hunde an der Leine und mit an seiner Seite ist Hatto, ein Bauernjunge, der seit einem Jahr auf dem Hof lebt und heute Volkbrachts Handlanger sein soll. Adalwin selbst besitzt keinen Greifvogel, doch bemerkt Volkbracht die Bewunderung seines Herrn über dieses edle Tier seines Jagdgastes. Die Herren reiten auf ihren Pferden und erzählen sich Geschichten aus ihren früheren Feldzügen mit dem verstorbenen Kaiser Karl. Bei der Weizjagd kommt es nicht darauf an, sich lautlos anzupirschen. Die Beute, bestehend aus Feldhase, Fasan und weiterem Niederwild, wird von den Hunden aufgespürt und vom Greifvogel zur Strecke gebracht. Am Feld übergibt Volkbracht die Pferde in die Obhut von Hatto. Der Junge soll aufpassen, dass sie sich nicht losreißen und Meldung machen, wenn etwas vorfällt. Es ist eine einfache Aufgabe, bei der sich der Knabe das Jagdgeschehen in aller Ruhe anschauen kann. Der Jagdgast bekommt von seinem Helfer den Vogel auf den linken und durch einen dicken Lederhandschuh geschützten Arm gesetzt. Der Vogel trug bis jetzt eine Haube auf dem Kopf, die ihm die Sicht nahm und beruhigen sollte. Diese Haube wird nun abgenommen und Volkbracht ist ebenso wie sein Herr fasziniert von den leuchtend gelben Augen des Tieres. Nun aber wird es ernst. Volkbracht wird losgeschickt, um mit den zwei Hunden die Beute aufzustöbern. Die Bemühungen der Hunde und ihres Führers machen sich erfreulicherweise rasch bezahlt und ein Hase macht sich im Hakenschlag über das Feld hinweg. Schneller als ein Pfeil stürzt sich der Habicht auf seine Beute und tötet sie im Handumdrehen. Hatto beobachtet das Geschehen voller Faszination. Selbst Adalwin scheint etwas überrascht über die Schnelligkeit des Greifvogels und lacht etwas verlegen. Der Jagdgast und sein Helfer schreiten auf den Vogel zu, der seine Beute mit seinen Flügeln vor ihren Blicken versteckt hält. Mit einem selbstbewussten Ruck wird der Hase durch ein Stück Fleisch ausgetauscht. Der Habicht gibt seine Beute nur widerwillig preis, aber die Belohnung auf dem Handschuh des Herrn ist schließlich ein willkommener Ersatz. Beim Zuschauen stellt sich Hatto vor, wie es wohl wäre, wenn dies sein zukünftiger Hasenbraten wäre, und dabei wird ihm ganz wohl im Bauch. Leider bleibt ihm ein solcher Schmaus aber verwehrt. Die Jagdbeute gebührt allein der Herrschaft. In Gedanken versunken blickt er in den Himmel und bemerkt deshalb viel zu spät, dass nach ihm gerufen wird. Die Herren wünschen sich eine Erfrischung nach diesem gebotenen Schauspiel. Hatto soll Adalwin die mit süßem Gewürzwein gefüllte Flaschenkürbisflasche bringen. Als den zwei Jägern endlich der Wein gereicht wird, klopft Adalwin dem Jungen beherzt auf die Schulter und ermahnt ihn, zukünftig mehr Aufmerksamkeit an den Tag zu legen. Jedoch ist nach einem solchen Spektakel dieses Ärgernis schnell wieder vergessen.